Willkommen zu Monis magischen Adventszeit und Türchen Nummer 10. Heute wieder mit Daniel als Stargast. Stargast, gerade in deinem Video. Ja, wo sitzen wir denn hier gerade? Wir sitzen hier in Thunder Mesa im Frontierland. Und es gibt tatsächlich eine Geschichte hinter dem Frontierland und der Stadt Santa, ne, wie heißt sie? Thunder Mesa. Thunder Mesa. Ja, du weißt darüber mehr. Dreht sich ja eigentlich nur um den Big Thunder Mountain und Phantom Manor, also Ravenswood Manor, was oben auf dem Hügel steht, kennt ihr ja. Deine Lieblingsattraktion? Meine Lieblingsattraktion, genau. Und die Geschichte jetzt in Kurzform erzählt, ist ja diese, dass da eine sehr, sehr reiche Familie, die Familie Ravenswood, gewohnt hat. Henry Ravenswood, der Vater, Martha Ravenswood, die Mutter mit der Tochter Melanie. Und sie hatten auch noch ein paar Angestellte und so. Und dem Vater gehörte, deswegen waren die auch sehr, sehr reich, der Big Thunder Mountain, die Goldmine. Und irgendwann, als er da auf Erkundungstour war, gab es ein Erdbeben und er ist dabei ums Leben gekommen. Und nicht nur er ist dabei ums Leben gekommen, sondern auch seine Frau Martha an gebrochenem Herzen oder keine Ahnung genau warum. Auf jeden Fall beide ist tot. Genau. Melanie war seitdem alleine und wurde dann halt von dem Haus, war ja halt schon erwachsen, ne? Also muss man dazu sagen, die war kein kleines Kind mehr, wurde dann mit den Hauseltern und sowas dann weiter dort in diesem Haus praktisch festgehalten, ne? Sie ist dann nicht weggegangen. Und hat nach und nach immer wieder Liebhaber gehabt, die aber auf mysteriöse Art und Weise ums Leben gekommen sind. Und es hat sich dann irgendwann rausgestellt, dass der Vater, also ihr Vater Henry Ravenswood, immer noch hinter ihr steht praktisch und über sie wacht und nicht möchte, dass sie das Haus verlässt und auch, dass keiner praktisch an seine Tochter, sagt man, rangeht. Sie soll einfach alleine bleiben. Genau, sie soll am besten einfach alleine bleiben. Und deswegen kommen die Liebhaber ums Leben. Irgendwann war es dann tatsächlich so weit, dass es fast zur Hochzeit gekommen ist, aber auch da ist das Phantom, deswegen Phantom Manor, oder französisch nennen sich Geistern ja sowieso Phantoms, ne? Das muss man auch dazu sagen. Deswegen, kann leider kein Französisch. Ja, deswegen heißt das eigentlich Phantom Manor, also Geistervilla, aber das Phantom ist Melanies Vater. Ihr seht das auch, wenn ihr mit der Attraktion fahrt, dann steht der, sieht der oft, hast du auch schon gesehen, steht er hinter ihr, ja. So als Schatten und so immer zu sehen. Und es kam tatsächlich halt, im Dunkeln sieht man auch dann manchmal das Phantom am Fenster stehen. Genau, es steht dann oben im Fenster drin. Und wie gesagt, es kam zu dieser Hochzeit nicht, da auch das Phantom wieder zugeschlagen hat und den Bräutigam praktisch umgebracht hat. Und den Bräutigam sieht man auch noch, wenn man mit dem Aufzug nach unten fährt und es blitzt, sieht man, wie er oben an einem Seil hängt. Ja, und Melanie wartet immer noch in ihrem Brautkleid. Wartet immer noch mit der kompletten Hochzeitsgesellschaft im Phantom Manor, also im Herrenhaus, auf ihren Bräutigam und wartet und wartet und wartet und wartet schon seit über 100 Jahren. Und deswegen spukt das auch. Alle sind natürlich mittlerweile tot, aber der Geist und die Festgehaltenen in diesem Herrenhaus sind immer noch da. Also ich finde es eine richtig interessante Geschichte, muss ich sagen. Ne? Und diese Verbindung zwischen Big Thunder Mountain und Phantom Manor und auch das Lucky Nugget Saloon. Ne? Das gehört alles zusammen. Thunder Mesa ist diese Stadt, wo diese Familie ihr Herrenhaus hat. Silverspur Steakhouse. Genau. Also ich finde es wirklich eine sehr interessante Geschichte und richtig gut durchdacht. Ja. Danke, Daniel. Ja, bitteschön. Und hier noch ein kleines Detail, hat der Daniel mir noch gerade gesagt. Überall sieht man auf dem Boden noch die Hufspuren von den Pferden, die hier einst mal... Und von der Kutsche. Und die Kutsche. Die damals hier gefahren sind. Vor 1992. Ja. Als es noch eine alte Westernstadt war.